Als Ergänzung zu dem großen Quadrowürfel möchte ich hier noch die kompaktere Variante vorstellen, zu der man nur 12 Module benötigt. Erstaunlich viele Muster lassen sich zusammenbauen. Man kann ihn zweifarbig, dreifarbig, vierfarbig und auch sechsfarbig zusammenbauen. Das zeige ich der Reihe nach, wie das funktioniert. Aber jeder kann das für sich selbst auch einmal ausprobieren. Jetzt einmal zur Geometrie. Man kann dieses Ding unterschiedlich sehen, entweder als Stern mit 8 Zacken oder aber als, ich habe hier das mal so zusammenmontiert, wie es normal nicht möglich ist, als zwei gleichseitige Pyramiden, die sich gegenseitig durchdringen, eine weiße und dann die blaue. Ich habe da jetzt Käppchen drauf gesetzt, weil man das so aus Modulen nicht zusammenbauen kann. Da fällt auch schon eins runter. Oder man kann sich das so vorstellen. Sieht man da den Rand des Würfels durch die Wolle angezeigt. Man kann das Ganze natürlich auch als Deko mal machen. Für Weihnachten mit Gold und Silber, was weiß ich. Aber so denke ich, ist die Würfelform für jeden dann erkennbar. Je nachdem, welche Module ich verwende, sieht das Ganze unterschiedlich aus. Das sind jetzt die Trinity-Module. Dadurch habe ich hier wirklich eine ebene Fläche auf jeder Seite. Wenn ich das zusammenbaue mit den normalen Bachetta-Modulen, habe ich so eine mehr sternige Form. Das ist Geschmackssache dann. Das einmal dreifarbig, hier das Ganze dann mit zwei Farben. Das sieht dann so aus. Wenn ich die Eco 55 Module verwende mit den kräftigen Farben, bekomme ich in der vierfarbigen Variante dieses Aussehen. Da sind dann die Flächen sehr ruhig und selbst bei den mehrfarbigen Spitzen habe ich hier in der Mitte zwei große Flächen und nur in der Spitze dann die dritte Farbe noch drin. Hier ist das mal mit anderen Farben zusammengesetzt, mit Pastellfarben. Was wollte ich noch zeigen, bevor es richtig losgeht? Hier mal ein Versuch, ein erster Versuch, das zu simulieren mit den farblich unterschiedlichen Spitzen. Das geht dann, wenn man zweifarbiges Papier verwendet, wie hier zum Beispiel dieses Weihnachtspapier. Ich gehe mal etwas näher ran an die Kamera. Da habe ich ja normalerweise diese kleinen Laschen. Hier sieht man es, die dann nach unten gebogen sind und die zweite Farbe dann verdecken. Hier sind die Laschen einfach nach oben. Dadurch sieht die Spitze etwas unordentlicher aus, will ich mal sagen. Aber dadurch auch kommt die andere Farbe zustande. Das kann jeder mal ausprobieren, vielleicht mit diesen Bastelpapieren, die einseitig bedruckt sind und auf der anderen Seite Uni sind. Das sieht vielleicht ganz gut aus. Man kann das Ganze dann, ich habe das mal probiert, aber nicht mit dem richtigen Material, aufschnüren auf so eine Lichterkette. Dann hat man mit 12 Modulen wesentlich schneller eine Ummantelung für die Lämpchen fertig, als wie das mit 30 Modulen für einen normalen Stern möglich wäre. So, und jetzt geht's los. Die einzelnen Muster. Für die zweifarbige Variante benötige ich 4 Module in der einen und 8 Module in der anderen Farbe. Es ergibt sich dann dieses Bild. Auf zwei Seiten gegenüber habe ich da die farbigen Spitzen und dazwischen jeweils zwei in der gleichen Richtung. Dann fange ich mal an. Einfach erst eine Spitze zusammensetzen mit einem farbigen und zwei weißen in diesem Fall. Dann setze ich hier an das farbige auch zwei weiße an.
Ich sehe zu, dass die farbigen immer in dieser Richtung verlaufen. Deshalb kommt jetzt erst das farbige dran. Und dann noch ein weiteres weißes. Und dann kann ich hier auf der Seite das miteinander verbinden. So, ich tue das mal gerade zur Seite. Jetzt habe ich also als erstes die zwei Spitzen, als nächstes dann etwas weiter diese zwei Spitzen und genauso mache ich jetzt hier weiter, auch mit dem dritten. Zuerst kommt dann das farbige hier dran, ergänzt die Spitze. So. Und hierüber dann wieder verbunden. Nach diesem System werden auch die anderen Muster zusammengebaut, deshalb zeige ich es jetzt so ausführlich hier. Dann habe ich jetzt in der Reihe einmal zwei Spitzen, nochmal zwei Spitzen, nochmal zwei Spitzen. So, und jetzt kann ich zur Seite, jetzt habe ich auch nur ein Modul übrig, gerade das letzte Modul reinsetzen. Und diese Spitze auch zu verbinden. Und jetzt wie gewohnt für die letzte Spitze alle Flügel nach außen klappen und über den Finger biegen, hier einsetzen und reinschieben. Damit ist dann mein erstes Muster fertig. Und so wie ich es wollte, ich habe in jeder Richtung diese zwei orangenen Mittelstreifen genau gegenüber. Für dreifarbige Sterne sind mir vier Muster eingefallen, vielleicht gibt es auch noch mehr. Ich fange einfach mal mit diesem hier an. Vier Module in jeder Farbe. Ich habe bei diesem Muster drei einfarbige Spitzen. Diese drei und die übrigen Spitzen ergeben sich dann aus den restlichen Modulen beim Zusammenstecken. Ich fange also mit dieser Spitze an, die aus drei Farben zusammengesetzt wird. Das denke ich ist am einfachsten, übersichtlichsten. Ergänze die offenen Ende in der jeweiligen Farbe. So weit bin ich jetzt und kann dann jetzt schon ans Verbinden gehen. Damit es möglichst ruhig aussieht, nehme ich die letzte Farbe gerade dann nochmal reihum, also hier dann das Blau nochmal. Das Rot nochmal. Jetzt habe ich nur noch wieder eine Spitze übrig. Die offenen Flügel zusammen und das Ganze schließen wie gewohnt. Fertig. Hier habe ich einen dreifarbigen Würfel, wo eine Seite dann blau ist, die andere rot und das Weiß dann dazwischen.
Hier beginne ich dann mit der einen Seite auch. Zwei blaue. Es gibt bestimmt auch andere Möglichkeiten, das zusammenzusetzen, aber ich mache es jetzt so, dann hat alles ein System. Auf die andere Seite beginne ich dann mit dem roten. Ich lege das mal ein bisschen weg hier, dass es besser aussieht. Hier kommt als nächstes dann wieder die Verbindung rüber und ein blaues als Ergänzung. Das ist ja meine blaue Seite. Gehe wieder hier rüber und verbinde das mit Rot. Hier wieder erst die Verbindung, das Weiß. Dann das Blau. Hier jetzt wieder das Rot dran. Dann kann ich schon daran gehen, die Seiten zu verbinden. Weißen. Und hier wieder die letzte Spitze. Wie gehabt. Und fertig ist das Ganze. Für dieses Muster brauche ich auch drei Farben, jeweils vier Module pro Farbe. Das lässt sich in zwei Variationen zusammenbauen. Von oben und unten sieht beides gleich aus, wie man hier erkennen kann. Aber wenn ich jetzt die Seiten anschaue, hier gerade die Trennlinie betrachten, dann sieht man, dass hier beide großen Flächen in derselben Farbe sind. Und hier die Farben unterschiedlich sind. Wenn ich das also jetzt drehe, ist das immer anders. Und daraus ergibt sich dann auch, dass ich hier unterschiedliche Anzahl von Spitzen habe. Hier sind es zwei weiße, zwei gelbe. Das ist dann immer anders. Gleichmäßiger ist dieses Muster hier. Und das setze ich jetzt zusammen aus diesen drei Farben. Das sieht dann so aus und es hat den Vorteil, diese Linie hier quer rüber ist bei allen drei Farben gleich. Wenn ich den Würfel drehe, habe ich hier auch wieder überall dieselbe Trennlinie in allen Farben. Das ist also am gleichmäßigsten hier. Wie das funktioniert, zeige ich jetzt. Ich beginne wieder mit einer dreifarbigen Spitze. Ich habe hier wieder das Modul, das übergeht auf die andere Seite. Wenn ich hier die andere Farbe ansetze, dann wird das Muster am gleichmäßigsten. Es hört sich widersinnig an, ist aber so. Das heißt also, an der Seite, wo hier das Rot ist, muss da das Blaue angesetzt werden und mit der dritten Farbe ergänzen. Wenn ich jetzt weitermache, das etwas nach hinten drehe, wieder hier zuerst das Weiße ansetze, dann ergibt sich natürlich das Modul, was jetzt kommen muss, aus den Farben, die schon da sind. Ich setze das mal hier gerade so dran. Drehe es wieder zurück, dass man weiß, wo man ist. Das war das erste. Jetzt kommt gerade das zweite dran.
hier dann auch ergänzen entsprechend. Ups. Das wäre nicht die Module, habe ich schon mal benötigt für andere Sachen, deshalb sind die schon so auseinandergebogen, ineinander verhakt. So, jetzt habe ich zwei, einmal das Zweierpärchen, dann das Zweierpärchen, jetzt kommt das dritte Zweierpärchen, auch als erstes wieder das Weiß ansetzen, dann die fehlende Farbe. So, und auf der anderen Seite jetzt wieder verbinden zum Viererkranz. Und jetzt kann ich hier an der Seite schon das Ganze schließen mit meinem restlichen weißen Modul, was noch übrig ist. Und hier dann wieder der Reihe nach die offenen Flügel einstecken in die Lasche und das Ganze verschließen wie gewohnt. Damit ist auch das fertig und ich habe genau das, was ich wollte, dass diese Linie, dass die immer in einer Farbe ist, ganz gleich wie ich den Würfel drehe. Das Weiß und wo ist es da? Das Weiß, das Rot, das Blau und oben und unten jeweils die Farbspitzen so. Jetzt zum letzten dreifarbigen Stern. Hier ganz klar eine dreifarbige Zacke und da auch eine einfarbige Zacke und die weißen Module verteilen sich in der Mitte. Drei von Blau, drei von Rot und die anderen sechs in Weiß. Das bräuchte ich eigentlich nicht zu zeigen. Ich tue es trotzdem als Ergänzung. Eine Spitze machen. In dem Fall dann die offenen Enden ergänzen. Die Farben sind ja nur Beispiele, man kann logischerweise auch andere Farben nehmen und anderes Material, Transparentpapier zum Beispiel, müsste dann ganz gut aussehen, wenn man es für Lichterketten nimmt oder Gold und Silber oder auch ganz klein als Tischdekoration. So, jetzt habe ich meine sechs weißen Zacken angesetzt. Und jetzt kann ich gerade das mit den roten verbinden. Hoppla. Zwei auf einmal müssen es nicht sein. Wieder die letzte Spitze, wie gewohnt, schließen. Das habe ich ja schon oft gezeigt. Für den das Video neu ist, nochmal. So. Beim vierfarbigen Würfel kann man noch die Pyramiden erahnen, weil die jeweils eine komplett farbige Spitze haben, die Ecken der Pyramide. Es gehört etwas Fantasie dazu, dann die Pyramide auch wirklich zu sehen, ist etwas Übung, für mich jedenfalls interessant. Den zu machen ist recht einfach. Ich beginne einfach mit einer dreifarbigen Spitze.
ergänze die jeweiligen Ecken zu einer kompletten Farbspitze. In der Aussicht. So sieht das dann aus. Jetzt verbinde ich die offenen Ecken mit Grün, der letzten Farbe. Schließe die drei letzten offenen Enden. Fertig ist das Ding. Das einzig knifflige Muster ist wohl dieses. Es besteht aus 6 Farben, jeweils 2 Module pro Farbe. Die Herausforderung hierbei ist, dass die gegenüberliegenden Spitzen ganz genau gleich eingefärbt werden sollen. Das könnte jeder mal für sich selber ausprobieren, wie das wohl funktioniert. Aber ich zeige es dann doch jetzt. Ich beginne einfach mit 3 farbigen Ecken. Farblich ein bisschen durcheinander, damit es abwechslungsreich ist. Ich nehme mal die am Anfang. Ich setze die Farben so zusammen, dass erstmal von jeder Farbe ein Modul verbraucht ist. Die Reihenfolge spielt keine Rolle dabei. Zwei Ecken habe ich noch eine Farbe übrig, die ich anwenden muss. Die stecke ich hier mal rein und zur Demonstration, wie das Ganze hinterher zusammengebaut aussehen soll, setze ich das mal so zusammen. Das ist ein bisschen fummelig jetzt gerade, aber so soll es ja werden. Und jetzt kann man erkennen, welche Farbe als nächstes hier dran muss, nämlich zur Ergänzung der Ecke. Das ist die Farbe, die hier gerade den Knick bildet, das heißt also das Grüne müsste jetzt dran gesetzt werden, weil das genau gegenüber ist. Kann ich das miteinander verbinden und sehe dann auch, was daneben kommt. Da kommt dann das Blaue hin. Das ist jetzt die komplizierteste Stelle wohl. Wenn ich dann jetzt weitergehe, die habe ich gemacht, das waren die letzten zwei. Wenn ich dann eine Stufe weitergehe, dann weiß ich gleich, das ist die gegenüberliegende von der Ecke, die ich jetzt machen muss. Da kommt also Gelb und Orange dran, wobei das Gelb gerade die Verbindung macht, quer rüber. Das kann ich also jetzt dran setzen und dann das Orange ergänzen. Schon mal miteinander verbinden und mich orientieren. Blau und Gelb habe ich hier. Schräg gegenüber sind Blau und Gelb und das Rote fehlt mir noch von dieser Ecke. Also kommt das Rote hier dran. Jetzt kann ich gerade zur Seite gehen und diese offenen Enden mit dem letzten Modul verbinden.
selber dann auch auf der anderen Seite die Öffnung verschließen. Und dann bin ich schon damit auch fertig. So, jetzt habe ich wieder meine gegenüberliegenden Ecken. Funktioniert also. Viel Spaß damit. Also letzten Endes doch erstaunlich vielfältig, diese kleinen Dinger.